drinnen und wandere durch. Ich bin heute wieder unterwegs. Seht ihr da oben? Es ist bitter kalt. Ich gehe jetzt da richtig talwärts. Heute durch eine Schlucht. Ich habe nicht so eine lange Wanderung vor. Das sind etwa 5,5 Kilometer. Es schneit ein bisschen. Aber jetzt übrigens hier Saint-Croix wurde berühmt wegen seiner Spieldosenfabrik. Hier oben ist so eine Fabrik. Hier oben komme ich jetzt her. Und da geht es jetzt runter in das Tal. Die Bäume, die sind heute so schön. Alles voll mit Blaureif. Muss ich hier runter. Da geht es jetzt in die Schlucht. Dann durchqueren werden. Hier durch diesen Wald da drüben geht die Bahn runter. Ich bin da hier völlig in einer Winterlandschaft. Es hat auch ein bisschen Schnee gegeben seit dem letzten Mal, wo ich oben war. Nicht so schlimm. Und ich bin jetzt froh, dass ich schon an Höhe verloren habe. Hier unten ist es angenehmer, es ist nicht so kalt. Übrigens, diesen Graben hier vorne, da werde ich jetzt runtergehen. Habe schon ziemlich viel Steigung verloren da.
hier geht es jetzt los mit der Schlucht. Da unten ist ab und zu der Wanderweg geschlossen. Ich hoffe, dass er offen ist, sonst gibt es auch einen Umweg, den ich machen kann. Jetzt wird es langsam interessant. Hier beim Abstieg. Wollen wir ein bisschen aufpassen. Das ist zum Teil ein bisschen rutschig. Also zum Glück nicht so viel Schnee. Hier unten ist noch interessant. Der Bach, der hat schon ziemlich viel Wasser. Das ist noch nicht länger. Hier die erste Flugpassage, kleine. Da darf ich jetzt wirklich sagen, ist es recht angenehm. Gegen oben. Oben in Saint-Croix war es wirklich sehr, sehr kalt. Hier ist eine interessante Passage hier. Das ist interessant. Da Holz hingeschwemmt hat. Ja. Das ist eine ganz interessante, schöne Schlucht. Was da oft im Jura oben gibt. Ein Felsrücken, der nach oben geht. Und da unten, so wie das aussieht, habe ich schon den ersten Wasserfall. Kleineren wahrscheinlich. Ja? Und Eis. Oh, sieht das schön aus da unten. Ja? Oh! Schön Eis! Jetzt müsst ihr da diese Felswand anschauen. Oh! Ist grandios einfach! So schön! Schau mal das hier an. Oh, das ist so schön. Das ist eine traumhafte, schöne Schlucht hier. Diese Steinformationen da. Hier diese Duftbahn. Oh, so schön. Da, die Seele ist auch interessant. Das ist wahnsinnig. Hier. Das ist wirklich fantastisch, hä? Wie das da hier aussieht. Das ist so etwas Schönes hier. Jetzt diese Stelle hier. Oh, mit dem Eis.
sieht fantastisch aus hier unten. Oh, dieser Durchgang da. Wow. Ein bisschen aufpassen, ist da eisig. Oh. Schön. Traumhaft. Da hat der Bach schon ziemlich an Höhe verloren. Da vorne kommt eine riesige Flut zum Vorschein. Und schaut mal hier hoch. Da vorne zum Vorschein kommt, das ist grandios. Ah, oh, diese Felswand hier. Oh. Das ist dann schon fantastisch hier. Das ist, kann sich beschreiben, so schön. Du gerade vor, direkt vor der Felswand. Und da sieht man wahrscheinlich schon wieder ins Tal runter. Da noch mal einen Blick zu dieser Felswand hoch. Und da hier ins Tal runter. Da ziemlich weit schon runter. Und jetzt gehen wir da diese Seite entlang. Das ist schon grandios. Da unten ist ein kleiner Fels mit einem oder mit vielen Löchern drin. Und da oben die große Flut. Da ist da schon ziemlich an Höhe verloren. Auch ein ziemlich felsiges Seitental. Auch ich habe da vorne am Weg wieder einen Felsen. Ich muss hier noch sagen, ich bin da nicht mehr auf dem Originalwanderweg. Darunter ist gesperrt, hier wegen Bauarbeiten.
Und das da ist jetzt die Umleitung. Aber ist auch interessant hier. Hä? Es ist nur unten schön. Jetzt war unten, wäre ich gerne durchgegangen. Aber jetzt ist es gesperrt und da halte ich mich auch daran. Da wurde auch eine Sicherung hingemacht. Da ganz unten würde man sonst entlang gehen, diesen Weg, wo man da sieht ein bisschen. So, jetzt geht der Weg da oben durch. Da hier geht es auch ziemlich runter. Ja, auch ziemlich steil. Aber es ist gut abgesicherter Weg da. Da ist auch noch ein Baum umgefallen. Geht da doch ziemlich steil runter. Da ist es glatt. So viele durchgegangen. Hier sieht man auch wieder in den Flugband rein. Der Weg wäre da weit, weit, weit unten. So. Und da hier fange ich jetzt dann wahrscheinlich mit dem Abstieg an. Da draußen sieht man jetzt schon zum Neuenburger See und in das Dorf runter, wo ich mein Ziel habe heute. Da habe ich nochmal ein bisschen eine kritische Stelle, aber mit einem Drahtseil schon gesichert. Da muss man mit Vorsicht keine Angst haben. Es geht gut dadurch. Schön da oben, hä? Romantisch irgendwie auch. Da unten mein Ziel. Der Bahnhof ist noch ein bisschen vom Dorf entfernt. Und vorne, da hier vorne, ist der Neuenburger See. Da habe ich jetzt doch einen sehr schönen Weg
Aber oben war es doch ein bisschen glatt. Da sollte ein wenig aufpassen. Ja, noch wieder einen Baum, der mir in die Quere gerät worden ist. Da oben ist auch noch so ein Flugband. Dann habe ich schon bald geschafft. Und das Dorf. Das ist so groß. Ich bin im Tal unten angekommen und habe da auch wieder einen internationalen Fernwanderweg erwischt. Via Francigena von England nach Rom. So, ich habe schon bald mein Ziel erreicht. Noch mal zur Kirche hoch, schauen, ob offen ist, und dann zum Bahnhof. Die Kirche hatte leider auch geschlossen. So gehe ich jetzt hier Richtung Bahnhof. Da vorne ist dann der Bahnhof. Das ist außerhalb vom Dorf. Und in diese Richtung, da hier vorne, hier ist schon ihr da. Schade, sie sind den Unterschied schon erreicht hier. Und hier nochmal ein Blick zum Dorf. Und da durch diesen Graben da, dieses Tal, bin ich jetzt untergekommen. Der Jura. Das ist jetzt mein heutiges Etappenziel. Ich bin froh, dass ich da angekommen bin. Es ist jetzt sehr, sehr kalt wieder hier. Noch einen Blick zurück. Ja, der ganze Jura. Das ist ein Tal.